Hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, wieso das Symbol des Christentums ausgerechnet ein Hinrichtungsinstrument sein muss? Stimmt schon. Da sind die Symbole anderer Weltreligionen weitaus positiver. Und wieso ist es dann das Symbol des Christentums? Boah, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. 312 nach Christus lagerte Kaiser Konstantin mit seinem Heer an der Milvischen Brücke in der Nähe Roms, in der Erwartung einer Schlacht gegen Maxentius, seinem schärfsten Widersacher, um den Kaiserthron. Einige Nächte vor der Schlacht erhielt Konstantin angeblich eine Vision von einem leuchtenden Kreuz am Himmel, die ihm mitteilte, in hoc signo vinces, was so viel heißt wie, in diesem Zeichen wirst du siegen. Konstantin reagierte sofort auf diese göttliche Eingebung und ließ das Kreuz auf die Gewänder und Schilde seiner Soldaten malen und gewann so quasi durch die Unterstützung des Gottes der Christen tatsächlich die Schlacht gegen Maxentius. Ja, alles klar, eine göttliche Macht verhalf ihm also zum Sieg? Naja, diese Geschichte verhalf ihm zumindest dazu, seinen Anspruch auf Alleinherrschaft im Imperium zu legitimieren. Einem Gott kann sich schließlich niemand so richtig in den Weg stellen. So wie Konstantin sich auf der Erde als Alleinherrscher präsentierte, passte zu ihm als Spiegelbild im Himmel auch ein einzelner Gott viel besser als die ganze Götterfamilie der alten römischen Mythologie. Ach so, das ist natürlich praktisch, wenn man das den Leuten mit einem Wunder verkaufen kann. Ist auf jeden Fall eine medienwirksame Vermarktung des Sieges. Und dann gab es von jetzt auf gleich eine neue Religion, oder? Nee. Das hat noch Jahre gedauert mit der Umsetzung der neuen Religion. Selbst Kaiser Konstantin wurde erst viel später getauft, auf seinem Sterbebett. Gleich nach dem Sieg an der Milvischen Brücke hatte er aber bereits damit angefangen, das Christentum schrittweise zu legalisieren und zu unterstützen. Bereits 313 gewährte er den Christen durch das Mailänder Edikt vollständige Religionsfreiheit, welche vorher 300 Jahre lang als kleine Sekte verfolgt worden waren. Und dann lehnte Konstantin sich nach seinem Erfolg entspannt zurück? Nein, ganz im Gegenteil. Nach der Ausschaltung des oströmischen Kaisers wurde Konstantin der Herrscher über das komplette Römische Reich, gründete die Stadt Konstantinopel, das heutige Istanbul, wo dann ausschließlich christliche Kirchen gebaut werden durften. Die Oberschicht der Römer konvertierte zunächst nach außen hin zum Christentum, um die Gunst des Kaisers zu erhalten, während das einfache Volk weitestgehend erst noch heidnisch blieb. Mit dem Konzil von Nikäa gelang es Konstantin im Jahr 325, das Christentum, das bis dahin noch in viele Schismen gespalten war, weiterhin zu vereinheitlichen. Und was war dann nach Konstantin? War dann das gesamte Reich christlich, nach nur 25 Jahren? Das ist ja Irrsinn, wenn man sich vorstellt, dass unser Staatsoberhaupt heute innerhalb von ein paar Jahren die Religion ändern lässt. Der Glaube ändert sich doch nicht. Ja, also das war schon wirklich ein ziemlich krasser Wandel und es waren auch gar nicht alle bereit, da mitzumachen. Im Verborgenen praktizierte die Oberschicht, die nach außen hin christlich war, teils immer noch ihre traditionellen Rituale, brachte Opfer dar, schrieb Fluchtafeln oder betete zu ihren Hausgöttern. Der Religionswandel war oft nur ein Vorwand, um vor dem Kaiser besser dazustehen. Die Unterschicht konnte sich dagegen aber immer mehr für den christlichen Gedanken erwärmen, dass alle Menschen gleich seien. Kaiser Julian versuchte sogar noch, die alten heidnischen Kulte wiederzubeleben, hatte damit aber keinen Erfolg mehr. Im Osten war das Christentum nämlich schon weit fortgeschritten, da der neue Glaube extrem eng mit dem Oströmischen Reich verbunden war und als Instrument der Stabilisierung des Reiches genutzt wurde. Unter Kaiser Theodosius wurde das Christentum 380 Jahre nach dem Tod von Jesus Christus dann sogar Staatsreligion. Dieser Beschluss sollte unsere Kultur bis heute noch entscheidend prägen. Ein interessanter Schritt mit weitreichenden Auswirkungen. Die Debatte um das Kreuz ist ja heute brandaktuell. Das könnte man so sagen, ja. Hey liebe Flossenfreunde, das war unser Video über das Kreuz als Symbol des Christentums. Wenn es euch gefallen hat, dann geht in die Kirche und betet für FlossenTV. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!